Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Tun wir es uns an? Rainer hat heute auf TikTok gestreamt und ich habe nur ein paar Minuten davon bisher gesehen, aber in denen war Rainer komplett still. Nun werde ich mir mal das Video bei den Anti-Mobbing-Guys anschauen. Liebe und Ehre geht an dieser Stelle natürlich raus. Links findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich werde aber nur die Stellen ins fertige Video mit reinnehmen, wo er auch redet. Alles andere überspringen wir mal. Ihr könnt also davon ausgehen, dass es eher ein kurzes Video wird. Ich möchte euch das aber trotzdem zeigen, weil ich euch klar machen möchte, mit was für einer Qualität an Streams dieser Mann sein Leben finanziert. Der Stream ging 35 Minuten im Original und ich werde mal alles überspringen, wo er ruhig ist. Und am Ende schauen wir mal, auf wie viel Redezeit Rainer in diesen Stream kommt. So. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich habe ihn hier nicht unterbrochen, seine Verbindung war ständig am Laggen und daher war er auch öfters mal weg. Erinnert an die guten alten Zeiten der YouNow-Staffel. Herzliches Willkommen beim Drachen. Erstmal vielen Dank für die ganze Unterstützung und die ganzen Likes. Voll krass. Wer immer noch Fat Blue schreibt, der hat genauso wenig an der Latte wie die Hater. Die Hater die ganze Zeit so unterbelichtet sind. Danke. Time to do some sketchy shit. Do-da, do-da. Hope I get away with it. Oh. So. Ich habe mal ein paar Moderatoren erstellt. Ich lasse sogar sowas im Video und zähle es mal als Kommunikation mit. Und das sagt schon sehr viel über die Qualität des Streams aus. Und wie gesagt, diese abgehackten Aussagen von ihm kommen nicht wegen meinen Schnitten, die sind wegen seiner Internetleitung so abgehackt. Und ganz nebenbei, seine Follower auf TikTok sind wohl scheinbar mehr wert als seine Follower auf YouTube. Dort macht er nämlich die Kamera an. Das geht ja scheinbar dann doch ohne Probleme. Und nicht so wie Rainer ja seit kurzem immer darstellt, dass es im Moment unmöglich ist, mit Kamera zu streamen. Ja, ja, Rainer, wir wissen Bescheid. Als zahlender Drachi auf YouTube würde ich mir nur ziemlich verarscht vorkommen. So, jetzt haben wir mal ein paar Moderatoren im Stream. So, vielen Dank für die ganze Unterstützung, Leute. Ihr seid echt die Besten. Die Heizung macht hier ganz schön Krach. Boah, Leute, ihr haut hier voll raus. Das ist richtig übel. Vielen Dank für eure Unterstützung. So, jetzt haben wir mal genug Moderatoren, glaube ich. Da er immer so erwähnt, dass die Zuschauer richtig raushauen, kann es vielleicht sein, dass er im Moment lieber auch auf TikTok mit Bild streamt, weil er bei TikTok mehr Barne abgreifen kann von irgendwelchen minderjährigen Drachis, die Mamas Geldbeutel dort ein bisschen belasten. Obwohl, kann ich mir bei Rainer eigentlich gar nicht vorstellen. Das machen einen perfekten Job. Danke für die ganze Unterstützung, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Ich bin unvorbereitet gewesen. Wie gesagt, auf meinem Hauptkanal auf YouTube findet ihr die im Community-Bereich einen Post, der zu einem Video führt, das meine Frau für uns alle gemacht hat. Da könnt ihr gerne mal draufschauen. Ja, dieses Video von Mona. Mona hat sich scheinbar einen Kanal gemacht und hat ein Video zusammengeschnitten von Fotos von ihr und Rainer, die von Hatern gemacht wurden und halt Besuchsvideos und Memes, die über die beiden erstellt wurden und wollte das wohl als Mobbing-Zusammenfassung veröffentlichen, denn sie hat dieses Video auch per WhatsApp an ein paar Hater geschickt, die ihre Handynummer hatten und sie da mal angeschrieben haben. Ah, und ganz nebenbei, es wurde unterlegt mit dem Hater-Song Mona Lisa von HIZ, Link ist in der Videobeschreibung, ein absolutes Meisterwerk, wer es noch nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall mal anhören. Ja, nun ist das auf YouTube ja so, dass da schnell mal der Bannhammer geschwungen wird, wenn Rainer Content zu aggressiv dargestellt wird oder wenn ein Video nur darauf abzielt, ihn zu mobben. Da Mona nun alle bösen Bilder, Memes und Videos zusammengeschnitten hat, kam dann auch ganz schnell YouTube daher und hat den neuen Kanal von Mona samt Video weggemeldet. Mona, falls du das hier mitbekommst, das liegt an den ganzen Gemälde und Gestrike von dir und deinem Reini gegen jegliche Kritik, sei sie noch so sachlich. Daher ist YouTube, was das angeht, im Moment sehr penibel und wenn dann so ein Video wie deines kommt, ist dein Kanal dann halt ganz schnell weg. Tja, Pech gehabt, war wohl nichts. Bedank dich bei deinem Mann. Durch sein unnötiges Melden von berechtigter Kritik ist es nun so, wie es auf YouTube nun ist. Ach ja, ich muss schon sagen, ich musste mir ein wenig ins Fäustchen lachen, als ich das gelesen habe bezüglich Monas Kanal. Der Kanal verstößt gegen die YouTube-Richtlinien zum Verbot von Belästigung, Schikane und Bedrohung. Oder irgendwie sowas. Fand ich schon ziemlich witzig. Nichts spenden und trotzdem hauen die Leute raus. Meine lieben Hater, ich glaube, wenn ihr sagt, dass die Leute nichts spenden sollen, macht ihr genau das Gegenteil. Dann sorgt ihr nur dafür, dass noch mehr Leute spenden, weil sie keinen Bock auf euer Gelaber haben. Zumindest macht das auf mich den Eindruck.
Was denn das? Kommt ein Hund, zeigt mir seinen Arsch und haut wieder ab. Was denn hier los? Qualitätscontent, wie wir ihn von Rainer kennen. Guten Morgen, meine Liebe. Guten Morgen an alle, würde ich sagen. Und so morgen ist es gar nicht mehr, es ist schon Mittag mittlerweile. Aber Leute, ey, haut nicht so viel raus, das ist so übel. Dankeschön. Origami. Dankeschön. Boah, ich habe total Respekt vor Leuten, die Origami. Abgeschossen. Ich habe total Respekt vor Leuten, die Origami können. Ich bin sowas total untalentiert. Boah, Leute, ist jetzt übertrieben. Vielen, vielen lieben Dank. Alter, eine Schatzkiste. Dankeschön. Boah, ist jetzt übertrieben geil, Leute. Boah, übertreibt's mal jetzt so. Was ist denn das, Alter? Was haut ich hier alles raus? Das ist ja voll übel. Ich habe übrigens oben auch eine Wunschliste, ne? Wollte ich nur mal kurz anmerken. Falls euch die angezeigt wird, weiß ich gar nicht. Er macht wieder eine Wunschliste. Ich weiß nicht, ob das so eine TikTok-Wunschliste ist oder eine richtige Wunschliste wie damals bei Amazon, aber eine Wunschliste. Derjenige, der laut eigenen Angaben 8000 Euro im Monat verdient, macht eine Wunschliste, damit ihm irgendwas gegeben oder gekauft wird. Also nicht nur, dass er diesen absolut utopischen Stream ohne irgendeinen Content macht und es scheinbar wirklich unglaublich einfältige Menschen gibt, die Rainer ihr Geld geben, anstatt damit irgendwas Sinnvolles zu machen, wie zum Beispiel es im Klo runterzuspülen. Nein, er macht auch noch eine Bettelliste, damit ihm irgendwas gegeben wird. Es ist wirklich nur noch utopisch. Bist du der Echte? Natürlich bin ich der Echte, das sieht man doch. Es gibt nur einen mit so einer Hackfresse. Haut hier voll übel raus, Dankeschön. Oh ey, Dankeschön, ich sag so brutal. Voll übel. Müssen wir hier auch noch mal einen Voll-Übel-Counter einführen? Ich glaube, ich führe das auch mal ein. Ey, ich habe die Likes von meinem gestrigen Video gesehen. Ey, ihr haut ja voll krass raus. Dankeschön. Voll übel. Oder nein, lieber nicht. Ich komme jetzt schon 20 Kilo schwerer vor. Oh Leute, ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Ich muss immer noch ein bisschen mich mit dem ganzen Juno-Zeug auseinandersetzen. Ja, dem ganzen YouNow-Zeug. Rainer, wir haben 2022 und du bist auf TikTok. Ach komm, ist eh Hopfen und Malz verloren. Boah, vielen Dank. Kleines Geschenk von mir. Glaube ich. Habe mal 50 Schatztruhen gepostet. Keine Ahnung, wenn ich jetzt damit beschenke. Jedenfalls habe ich jetzt hier ein Symbol für Schatztruhen. We love you. Dankeschön. Ihr habt schon fast 200.000 Likes rausgehauen. Was ist denn hier los, ey? Gesamtaufrufe zur Hölle. Wir haben 338 neue Follower und 142 Schenkende, dazu 5000 Diamanten. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung, was das heißt. Ich bin nicht auf TikTok und ich werde mich da auch niemals anmelden. Aber so wie Rainer ja einer dabei abgeht, wenn er immer wieder erzählt, wie übel die alle sind, ist es auf jeden Fall zu viel. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Und ich kann auch mal, wofür Diamanten sind, hört sich das krass an. Dabei mache ich gar nichts, ich sitze nur hier. Den Chat kann ich nicht lesen, weil er zu schnell ist. Man müsste doch den Chat irgendwie slowen können, oder nicht? Du kriegst die Tür nicht zu, ganz ehrlich. Er kann nicht auf den Chat eingehen, weil er zu schnell ist. Tja, Pech gehabt, liebe Zuschauer. Aber diese Qualität ist wirklich ein neues Tiefstniveau, muss man mal ganz ehrlich festhalten. Ich komme gar nicht nach, so schnell zu lesen. Das ist eine der Sachen, warum ich mich immer ziemlich gestresst fühle, wenn ich auf TikTok streame, weil ich komme gar nicht dazu, die Nachrichten zu lesen. Ah, ist das alles lächerlich, Herr im Himmel. Ich bin gerade ein bisschen gestresst, weil ich hier gerade ein bisschen die Einstellungen überprüfe und gucke. Ja, sieht man, Rainer. Überarbeite dich nicht in diesem Stream. Du ballerst hier so viel raus, voll übel. Mach mal langsamer und ruh dich erstmal ein bisschen aus. Danke für die Schatzkiste.
Alter. Ja, wie gesagt, ich bin immer ein bisschen verpeilt auf TikTok, weil ich immer hier und da überall ein bisschen rumgucke und immer wieder am Rumbasteln bin. So was Dummes. Vielen Dank für die Unterstützung. Alter. Ich mache meine Videos und meine Streams jetzt halt nicht kapiert. Dass es so viele gibt, die mich unterstützen und mich feiern und meine Videos und meine Streams feiern. Das habe ich bis heute nicht realisiert. Ich meine, es gibt, ich weiß, dass es viele gibt, aber ich verstehe nicht, warum. Nee, Rainer, es gibt nicht viele. Und die, die diesen Content von dir, wenn man das Content nennen kann, wirklich feiern, sind wahrscheinlich wirklich kurz vor der Klapse oder schon drin und dürfen noch ins Internet. Anders kann ich mir das auch nicht vorstellen. Das realisiere ich nicht. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, wieso. Boah. Ich habe nicht viel geschlafen letzte Nacht. Ich war ziemlich viel unterwegs. Klar, Rainer. Mit der Linie 5 vom Busbahnhof zur Lü-Lü-Lü-Allee. Der Bus fährt ja auch nachts, wie wir wissen. Bist du der Echte? Nö, ich schaue nur so aus. Ich glaube nicht der Echte. Das sieht man doch. Nicht beim Auto zu Fuß. Bin aktuell in Hamburg oben. Kann ich sagen, weil gestern haben mich mindestens 10 Leute fotografiert in Hamburg. Also würde es wohl nicht lange dauern, bis davon was veröffentlicht ist, wenn es nicht sogar schon offen online ist. Da war ich gestern ein bisschen in der Stadt unterwegs. Ziemlich voll war alles. Nicht ganz so mein Fall, muss ich sagen. Aber wir waren ein Dorf mit 1600 Einwohnern groß. Ach komm, Rainer, für wie blöd hältst du die Leute eigentlich? Du bist alleine nun in Hamburg, weil deine Partnerin ja arbeiten ist und du bist nun auf einmal in Hamburg ohne Auto und sagst es noch im Livestream, dass du jetzt gerade in Hamburg bist? Ach komm, wirklich. Wenn das noch irgendeiner glaubt, dann ist dem auch nicht mehr zu helfen. Ist einfach nur noch lächerlich, dieses ganze Getue von ihm. Alter. Voll übel. Ja, Entschuldigung. Vielen Dank für die ganze Unterstützung, Leute. Ich habe auch eine Wunschliste, wenn ihr da mal reingucken möchtet. Dankeschön für die Kiste. Auch wenn ich immer noch nicht ganz weiß, Mona ist arbeiten. Auch wenn ich immer noch nicht kann man sich damit irgendwas freikaufen, irgendwas freiholen oder sowas, wenn man die Wunschliste erfüllt bekommt, keine Ahnung. Okay, also ist die Wunschliste wohl so ein TikTok-Ding, wo man bestimmte Sachen geschenkt bekommen muss? Falls ja, auch absolut lächerlich, den Leuten das Geld so aus der Tasche zu ziehen. Den Sinn dieser Wunschliste habe ich noch nicht ganz gerafft. Hö, hey, danke für die Krone. Ich weiß jetzt echt nicht, wofür diese oder wie diese Wunschliste gedacht ist. Ich muss mich da echt mal Dankeschön. Vielen Dank. Boah, wir haben echt viele Leute gerade. Ich muss aber dann auch sagen, ich mache bloß noch bis um 1, also noch etwa 9 Minuten. Dann muss ich leider schon los. Ich passe immer auf mich auf und auf andere noch dazu. Ja, Rainer, deswegen ziehst du auch deine Partnerin in das Game mit rein. Hast du richtig gut aufgepasst. Das steht jetzt so schnell, ich kann ihn gar nicht richtig lesen. Was zur Hölle? Vielen Dank. Dem Chat zu folgen ist echt schwierig gerade. Kann man den Chat denn echt nicht slowen? Es muss doch irgendeine Slow-Funktion geben, oder nicht? Keine Ahnung. So, zum Abschluss vom Stream sage ich jetzt noch einmal, wofür ich eigentlich da bin. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Werbung machen für den Kanal von meiner Freundin, beziehungsweise für das Video, was sie für uns gemacht hat. Wenn ihr mal auf meinem Hauptkanal auf YouTube schaut, Link in der Kanalbeschreibung, beziehungsweise Link auf meinem Kanal auf TikTok verknüpft. Da schaut ihr einfach mal in den Community-Bereich von meinem Kanal und da seht ihr dann einen Post, wo ich noch gesagt habe, dass meine Freundin beziehungsweise meine Frau ein Video veröffentlicht hat. Gestern Abend. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal einen Blick reinwerft.
Ja, wie schon gesagt, der Kanal ist weg, das Video gelöscht. Es gibt sicher irgendjemanden, der es wieder online stellt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Aber Monas Kanal existiert nicht mehr. Wenn YouTube mal bei Rainers Kanal so durchgreifen würde, wenn er mal wieder einen Stream irgendwelche Straftaten ankündigt, das wäre doch mal was. 5 Minuten, so 5 Minuten machen wir schon noch. Aber ich wollte es nochmal erwähnen, damit es jeder mitkriegt. Mal eben eine Tablette schlucken. Ich glaube, die Mods kommen gar nicht hinterher, so viele Leute zu bannen und zu melden. Und deshalb, obwohl wir jetzt gar nicht wenige Mods haben, tut mir leid, dass ich die ganze Arbeit auf euch Mods abwälze, was die Leute raushauen hier angeht. Meine Freundin, meine Frau ist arbeiten, habe ich vorhin schon gesagt. Wo arbeitet deine Frau? Ich glaube nicht, dass das jemanden was angeht. Na gut. Leute, es wird langsam Zeit, sich zu verabschieden. Wie gesagt, 13 Uhr machen wir Schluss. Jetzt haben wir gleich 8:50, also noch etwa 2 Minuten. Genau. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt alle noch ein schönes Wochenende, heute und morgen. Genau. Ich weiß nicht, ob ich morgen auch streamen werde oder übermorgen. Das wird sich zeigen. Genau. Ansonsten sehen wir uns, denke ich. Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir sehen uns spätestens am Dienstag wieder. Muss ich mal gucken. Dienstag oder Mittwoch werde ich schauen, dass ich wieder einen Stream mache. Ob jetzt auf YouTube oder auf TikTok, das weiß ich noch nicht. Vielleicht auch auf beiden. Mal gucken. Ob ich heute noch einen Stream auf YouTube mache, weiß ich auch noch nicht. Das überlege ich mir noch. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream, im nächsten Video, im nächsten Gedöns wieder mit dabei. Vielen Dank an die Unterstützer. Vielen Dank an die Mods für ihren guten Job. Und bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und tschö, tschö. Ja, und das war's dann auch. Und ich muss wirklich sagen, das war der lächerlichste Stream seit langer, langer, langer Zeit. Ich schaue jetzt gerade, wo ich das Video nochmal schneide, wie viel Sprechzeit Rainer hat, ohne dass ich meine Kommentare mal mitzähle. Ich komme hier in diesem Video auf eine ungefähre Sprechzeit von 10 Minuten von Rainer, wovon seine Verabschiedung schon 1,5 Minuten sind und ich natürlich nicht genau geschnitten habe, was jetzt diese Pausen angeht. Da habe ich nur nicht auf jede Sekunde geachtet. Wenn man das genau machen würde und die 1,5 Minuten von seiner Verabschiedung noch wegnimmt, sind es vermutlich eher so 7 Minuten Sprechzeit bei einem 35-Minuten-Stream. Von diesen 7 Minuten besteht dann die Hälfte aus: Danke, ihr seid ja krass und voll übel. Und da stellt sich mir wirklich eine Frage, die ich gerne mal dir, Rainer, direkt stellen möchte. Schämst du dich eigentlich nicht? Hast du überhaupt kein Schamgefühl für das, was du da machst, dass du so etwas anbietest, Leuten, die dir Geld dafür bezahlen? Aber hey, was frage ich eigentlich? Ich habe sein Luan-Video unter der Dusche gesehen. Natürlich hat er kein Schamgefühl mehr. In meinen Kommentaren lese ich immer, dass man Rainer so verachtet, weil er mit Mist so viel Geld scheffelt, obwohl andere 40 Stunden plus die Woche hart mal lochen müssen und nur einen kleinen Teil von Rainers Einnahmen mit nach Hause bringen. Nach so einem Stream kann ich mich dem nur vollstens anschließen. Das ist wirklich eine Frechheit für jeden, der in der Gesellschaft einen wichtigen Job macht und nicht annähernd das verdient, was Rainer für so einen Müll hier hinterhergeschmissen bekommt. Aber das ist halt das Thema. Wir leben nicht mehr in einer Leistungsgesellschaft, schon lange nicht mehr. Naja, bevor ich mich hier noch weiter aufrege, kommen wir mal zum Schluss. Falls sich jemand mit TikTok auskennt und diese Zahlen da links mal zusammenrechnen kann und sagen kann, was Rainer denn da nun verdient hat in diesem unglaublich utopischen Stream, wäre ich ihm schon sehr dankbar, denn ich habe da einfach keine Ahnung von, was das alles wert ist, was er da ständig bekommt. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, genießt das herrliche Frühlingswetter und Medal auf, meine Freunde.